Willkommen zurück zu Terraria! Yay! Die Pause war jetzt auch schon wieder ungewollt und naja, hat so seine Schwierigkeiten. Ach, ja? Geringfügig, ne? Also es fing damit an, musste Terraria aus irgendeinem Grund neu starten. Weil, keine Ahnung. Und ja, dann musste ich halt wieder vom Spawnpunkt aus hierher laufen. Und du hast so lange gebraucht. Ich hab so lange gebraucht und der Depp vom Westers, ne? Na? Der wollte mir entgegenkommen. Was tut er? Ich wollte ihm helfen. Er wollte mir helfen. Find Leider ich bin ich eine nette Sache. Im Dämonengebiet dann episch verreckt. Genau, da mussten wir auf ihn. Musste ich auch nochmal den Weg rennen. Aber jetzt sind wir alle da und ich brenne. Brenne. Ich brenne, nicht gut. Ja. Also die Pause war ungewollt länger. Ungewollt länger, so ist es gut. Obwohl, so lang war die nur auch wieder nicht. Nee, aber trotzdem, es hätte nicht sein müssen. Es zog sich, ne? Es zog sich schnell. Genau. Und jetzt hier das ganze Zeug hier abbauen. Ich glaube, wenn wir das hier abgebaut haben, jeden Meteoritenstein, dann kommen auch die Meteoritherz nicht mehr. Okay. Das dauert halt ein bisschen. Ist ja eine ganze Menge. Hm. Und dann mal gucken, was wir uns daraus rauskraften werden. Laserschwerter, Rüstung. Also ich sehe auch gerade, ich brauche hier nicht mal eine Waffe benutzen. Ich kann auch einfach meine Spitzhacke benutzen für die Meteoritenherz und dann gehen sie auch down. Gehen die dann auch down? Okay. Ja. Die macht schon so viel Schaden auf die. Das probiere ich mal aus. Na gut, du hast dich jetzt in die falsche Richtung gedreht. Also bei mir reicht das nicht, ne. Ich habe bestimmt aber auch die doofe, schlechte gekriegt und du hast eine viel bessere Spitzhacke als ich. Musst du doch nicht jedem verraten. Liste? Ja, also wirklich. Hast du denn eine richtige, jetzt anständige oder hast du auch so eine graue, doofe wie ich? Muss ich gleich mal gucken. Ich habe eine graue, eine schäbige. Ich habe eine annoying, also eine nervige. Ja. Aua. Aua. So. Nein. So, besser. Und dafür. Steine einfach nicht berühren. Dafür habe ich den besseren Stab. Das kann sein. Denn der eine war etwas schlechter, glaube ich, als der andere. Und ich habe hier einen. Murderous File Thorn. Ui. Ui, also was richtig Dolles. 9 Magicka Damage, 9% Crit, Average Speed, 12 Mana und nochmal plus 12 Damage und was ich nicht, 7 Speed, 3 Critical Chance. Wahnsinn. Ja, Hammer. Knall ich dir nur so die Stats um die Ohren. Genau, kannst du jeden Mal Zuschauer mit Stats langweilen und mit Fakten. Die wollen doch bestimmt alles wissen. Ja, also es gibt ja bestimmt den ein oder anderen Freak, jetzt nicht unbedingt in meiner Community. Ne? Aber Freaks halt, hier! Aber es gibt Leute, die wollen sowas ja immer wissen, ne? Ja. Findet man ja schon öfter mal im WoW oder so. Die wollen ja wissen, ja, welche Werte hat denn jetzt deine Rüstung? Genau. Benutzt du denn auch die, die ich habe? Genau. Wenn nicht, dann bist du voll der Kacknuf. Zweifelsfall oder ein Suchti ohne Leben. Und wenn doch, dann bist du ein Cheater. Das sowieso. Aber die kann doch nur ich haben und so. Niemand hat so eine gute Rüstung wie ich und so, ne? Also man kennt das ja, das Übliche. Hm. Also wir haben dann auf jeden Fall genug Meteoritensteine, um zumindest hier ein Laserschwert oder Phaserblade herzustellen. Yay! Auch wenn du wahrscheinlich trotzdem mit dem Stab Schaden machen willst, weil macht halt wirklich viel Schaden auf in so gewissen Intervallen, ne? Ja, aber wenn mal das Mana alle ist, ne? Genau. Man weiß ja nie. Man muss ja immer an die Zukunft denken. Genau. So, mache ich mal kurz hier die einzelnen Blöcke unten. Jo. Ist die aufgekommen? Ah, das war hoch, das war hoch, das war hoch, das war hoch. So. Bette dich ja schon. Ich habe mich halt runtergebuddelt und stand auf dem Meteoritengestein. Das meine ich halt hoch. So, nicht wieder zu weit gehen.
ist immer so eine heikle Arbeit so für sich. Rumbuddeln? Rumbuddeln und dabei nicht mit Meteoritengestein landen und sowas. Mhm. Besonders nicht, wenn es noch heiß und fettig ist. Juhu. Wenn dann noch so fliegende Köpfe hier rumgeistern. Genau, dann ist das fast wie im Real Life. Kennt man. Fliegende Köpfe im Real Life? Ja. Ist mir neu. Immer jeden Tag. Ich muss mal patchen und so. Der voll veraltet, das kam mit Patch Note 1.7. Genau. Direkt nach der Geburt. Wo willst du denn da hin? Ich hau euch mit Spitzhacke. Hier, mit Spitzhacke. Ja, es klappt. Wär's denn mal mit der? Nein. Mit Spitzhacke. Ja, mit Spitzhacke. Ja. Hast du ein Problem damit, weißt du? Ja, klar. So. Aua. Oder hier hinter kam auch nichts mehr, ne? So nach rechts. Können wir gleich nochmal gucken. Für alle, die jetzt sich fragen, was ist denn da? Wieso wissen die denn, dass da nichts kommt und so? Wir haben uns mal so spaßeshalber einfach mal eine Map zu dieser Map angeguckt. Cheater! Na, und? Das ist ein Let's Play, da darf man das. Ja, wir mussten, da wollten halt gucken, wo wir denn an einen Meteoriten rankommen. Genau. Ohne euch jetzt halt damit zu quälen, dass wir stundenlang nach links und dann erst stundenlang nach rechts rennen. Wobei bis wir dann endlich einen gefunden haben. Dass bei drei Meteoriten so viele halt auf der linken bzw. auf der rechten Seite sind, ist eher unwahrscheinlich. Ja, also auf der einen Seite muss mindestens einer sein. Ja, aber die Chance, dass wir durch das eine Dämonengebiet da durchkommen, ne? Ja. Da war die Chance höher, dass wir es hier durch den Dschungel schaffen. Genau. Und dann ist auch eine tolle Sache, dass der eine Meteorit mitten in der Verderbnis gelandet ist. Ja, direkt in so einer schönen Höhle. In so einer und dann noch Schlucht. Die Köpfe hier plus die Monster, die dann da rumgeistern, genau. Ist einfach nur super. Oh, ich muss mich mal heilen. So. Oh. Ich brenne auch. Ich mache das, was sonst die Zombies in Minecraft machen. Brennen. 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 Brenne. Ach, geh doch weg hier, meine Güte. So. Nochmal. Zack. So richtig zack? So richtig so Booms und zack, weißt du? Wow. Ja. Booms auch noch? Booms. Ich hab immer noch keine Erde. Keine Erde? Ich auch nicht. Aber du kannst... so viel abgebaut. Habe ich vielleicht Steine? Ich hab... Steine habe ich. Ach nee, das ist ebene Steinblock. Ich hab welche. Wieso habe ich über einen Stack ebene Steinblock? Weil du die weggesprengt hattest doch. Ach ja, stimmt ja. Und als du die dann so aufgesammelt hast. Ich hatte auch einen Stack in eine Truhe getan. Okay. Also Linsen. Haben wir schon zwei. Yay! Linsen, super, ja. Ist doch schön, ne? Bei Berührung tut's dir weh. Ja. Aber wenn du den dann abgebaut hast, dann irgendwie nicht mehr. Das ist eine feuerfeste Tasche und so, weißt du. Mein Gott, warum spielst du so mit denen rum? Ja, weil ich's kann. Weg. Weil ich nicht immer so umwechseln will und so. So, schon kommen keine Meteoritenherz mehr. Ja, das ist zu wenig. Und es wird Tag, yay! Hui! So, jetzt hier noch das, was wir hier über uns noch abbauen und dann Rückweg, genau, ja, oder? Das auch schon geschafft. Jo. Nervt nicht. Immer noch mal weg, dann ziehe ich noch eine Leiste runter rein und dann mal eben die Dinger hier, die hier noch sind, die drei Stück. Was ist das da? Was denn? Was ist das? Was ist das? Das ist ein Goblin. Die ist blau. Ja, der ist Goblin. Ist halt kein WoW-Goblin, das ist einfach nur ein Goblin. Aber ein blau? Ja. Die haben blaue Pilze genommen und so. Müssten die nicht grün sein? Vor allem, wieso ist der hier? Ich meine, ich. Da kommt noch einer. Das sind Vorreiter der Goblin-Armee vermutlich. Yay, wir sind so tot. Wir sind sowas von tot.
Töte ihn! Bin dabei, so. Gut gemacht. So, haben wir alles. Ja, dann können wir rechts mal gucken, ob ja, wir komm. Das große Meer finden. Gehen wir mal gucken. Trank. Kannst du mal einsammeln. Shine Potion. Ach, das ist damit du wieder leuchtest, ne? Ja. Aber am Tag ist der irgendwie sinnfrei. Ja, irgendwie schon. Das sieht schon nach großes Meer aus. Im Hintergrund. Ja, im Hintergrund auf jeden Fall. Da kommt's, da oben. Ja. Nee. Das ist das endlose Meer. Und hier gibt's halt nichts weiter außer das Wasser. Und hier sehen Sie, liebe Touristen, das Ende der Welt. Wuhu! Wuhu! Yay, yeah, wir haben das Ende der Welt erreicht! Fotos sind nicht erlaubt. Zwei. Yay! 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 Okay, auf zurück. Ich will mein Geld zurück. Geld wird überbewertet. Wie viel Geld hast du? 99 Silbermünzen und 74 Kupfer. Okay. Du, ich kenn schnelleren Weg nach Hause. Sterben. Jo. Ja, aber dann wären ja die guten Münzen weg. Genau. Und was ist, wenn wir was kaufen müssen irgendwann? Dann irgendwann. Wir je was kaufen. Bei so einem Händler, ne? Außerdem müssen wir ja nochmal auf Pilzfahrersuche. Genau. Wir müssen ja so oder so nochmal durch. Das war doch nur ein armer Goldfisch. Ich scheiß auf Goldfische. Obwohl, den tue ich nicht. Das wäre irgendwie fies. Die armen Goldfische. So viel zu deinem virtuellen Herz für Tiere. Ja, nicht in Terraria. Terraria nicht in ist Terraria. Rausgenommen. In jedem anderen Spiel, ja, aber nicht in Terraria. Nicht in Terraria. Dafür laufen sie einem einfach zu oft in die Waffe rein. Ist so. Ja. Haben Sie denn irgendein Rückreisethema, worüber wir uns mal unterhalten können? Ich hatte vorhin noch eins. Ja. So wie es jetzt. Na, dir ist es entfallen. Nein, ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Ja. Das, was ich aufgeschrieben habe, kann ich jetzt nicht mehr sehen. Oh. Weil ich das ja zur ersten Aufnahmesession hier besser vorbereitet hatte, aber jetzt wieder nicht. Der lernt nie, wirklich, der lernt das nee, nicht. Ich lerne es nie. Ein Thema, was ich mir aufgeschrieben hatte, ist die gute Telekom. Schon wieder. Schon wieder. Ne? Mit ihrer 20 Euro. Genau, oder dass wie? Jetzt jede Flatrate jetzt nochmal um 20 Euro erhöht wird. Nicht nur, dass es gedrosselt ist. Nein, die erhöhen auch nochmal die Preise. Als ich das gehört habe, habe ich mir echt gedacht, ja, Leute, Wahnsinn. Die schlachten doch jetzt tatsächlich wirklich alles aus, indem sie sagen, jetzt haben wir, unser Ruf ist sowieso im Moment so schlecht, scheiß doch drauf, jetzt hauen wir alles weg. Jetzt machen wir uns erst recht unbeliebt. Macht das für mich den Anschein, als ob die nicht wollen, dass irgendwer ins Internet geht. Tja. Das es ist ja halt nicht sein, ne? Schlimm. Ich verstehe das auch nicht. Ich verstehe das Marketing dahinter nicht. Sie wollen einfach Geld verdienen. Ja. Das ist wirklich alles. Dann wollen sie auch noch Geld von Google und von YouTube. Ja, vorher hieß es ja nur von YouTube, jetzt wollen sie auch noch Geld von Google selbst. Weil, ja, aber YouTube gehört doch Google. Ja, aber sie wollen halt auch dafür, dass Leute halt Google nutzen, dafür ach so. Auch noch Geld. Weil, also für all das so, ich dachte, ja, okay. Weil Google an sich für die ja, Google-Nutzung. Genau. Wie kommen die auf einmal auf diese Ideen? Weil Google zu den am häufigsten genutzte Website überhaupt ist. Ja, YouTube. Ist klar, ist YouTube ja auch. Neben irgendwelchen Pornseiten, ja, aber ist eine Tatsache. Okay. Ja, das verursacht halt so viel Traffic und Traffic kostet so viel Geld. Ja, klar. Ja. Da hat doch irgendeiner habe ich beim YouTube-Video, irgendeinem YouTube-Video angeguckt, der hat da auch drüber erzählt halt. Und der sagte dann, ja, es kostet dich ja auch so viel, wenn du halt mal von deinem USB-Stick das auf dem Rechner ziehst. Das erzeugt richtig. Auch Traffic und du musst da jedes Mal Geld für zahlen. Ich glaube, das war sogar Semper-Video oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Jeweils, irgendwer hat das auf YouTube auch schon erwähnt, ja. Und also, ja, einfach. So recht. Einfach ja, nur so schlimm. Recht. Ja, aber die Telekom wird ja immer dreister in dem Sinne. Ja. Und ich verstehe nicht, wie sie es wirklich sich halt, wie sie sich das leisten können, dass die Kunden ja selbst nicht gehen. Ja. Bei mir ist es ja wirklich auch so ein ganz schöner Fall.
mit mir und der Telekom, denn ich muss die Telekom nehmen, weil ich sonst kein anderes Internet kriege. Ich